Willkommen zurück zu Let's Play Undertale. Ich bin F96 und ja, im letzten Part haben wir ein Dead mit Papyrus gehabt und einen neuen Feind kennengelernt, in Anführungszeichen, den wir später zum Freund machen können. Anscheinend heißt sie Undyne. Tja, und die werden wir später etwas weiter kennenlernen. Aber zuerst. Ich hab mir gedacht, ein Teleskop-Business zu eröffnen. Normalerweise 50.000 Gold, um dieses Premium-Teleskop zu testen. Aber, weil ich dich kenne, kannst du es umsonst verwenden. Wie klingt das? Ja, ist ja geil! Ja, das ist Qualität. Ich sehe nur noch rot. Einen einzelnen roten Kreuz. Da ist nichts Auffälliges. Bist du nicht zufrieden? Keine Sorge. Ich gebe dir eine volle Erstattung. Ja, plus minus null. Und hallo, Mr. Eiscreme-Verkäufermann. Ich habe meinen Laden verlegt, aber ich kriege immer noch keine Kunden ran. Glücklicherweise habe ich eine Lösung. Punchcards. Jedes Mal, wenn du einen Ice Cream kaufst, kriegst du eine Punchcard von mir. Wenn du drei Karten hast, kriegst du noch einen Ice Cream. Die werden die Kunden bestimmt anlocken. Hallo, möchtest du gerne einen Ice Cream? Ist die gefrorene Fürsorge, die dein Herz erwärmt. Nur 25 Gold. Bist du wahnsinnig? Ist egal. Ich bin auf jeden Fall so ein scheiß Eis. Das Eis ist heiß. Und dieser Scheiß geht mir auf den Kreis. Und gib mir so eine Punchcard. Ich muss noch ein bisschen was umstellen. Die Punchcard als erstes. Hey, der Glitch klappt ja wirklich. Ach scheiße, jetzt. Was? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Also, ihr wollt gerade Zeuge eines völlig abgefahrenen Glitches. Aber jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen. Scheiße. Mach schon einen kleinen Schnitt, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder und... Ja. Anscheinend hat Toby Fox durch sein Patch wirklich diesen Glitch behoben. Ich hatte den bei einem Speedrun... gesehen und anscheinend... Jedes Mal, wenn man die Punchcard jetzt verwendet, dann... wird man in den nächsten Raum gebuggt, aber... man kann sich schon nicht mehr bewegen. Hallo, hier ist Papyrus. Weißt du noch, was ich gefragt habe wegen deinen Klamotten? Ja, der Freund, der es wissen wollte, ihre Meinung über dich ist sehr mörderisch. Tja, aber keine Angst, lieber Mensch. Papyrus wird dich niemals betrügen. Du hast gesagt, du würdest kein Bandana tragen. Natürlich habe ich dir gesagt, dass du eigentlich wirklich ein Bandana trägst. Es hat mich geschmerzt, dir so eine verletzende Lüge zu erzählen. Aber indem du dadurch, dass du kein Bandana trägst, wird sie dich bestimmt nicht mehr angreifen. Du bist also sicher. Wowi, das ist schwer. Ich würde nur mit jedem befreundet sein. Warte, vielleicht kannst du nicht solche Skips machen. Aber vielleicht zumindest hier Dialog-Skips. Da war Flowey! Die Musik ist so... Oh. Entkommen! Scheiße! Was ist nur diese scheiß Gelaber von denen antun? Kawaii! Hey! Ich wusste gar nicht, dass du hier kommst. Ich bin Onion-san! Onion-san, verstehst du? Jetzt stirbt anscheinend wirklich nicht mehr. Toby Fox, wieso musstest du so einen schönen Glitch fixen? Und jetzt gibt's ein kleines Konzert. Sans verkauft Tickets aus Klopapier.
Und 30 Gold Prämie habe ich gemacht. Klavier spielen. Mal sehen, was er so schönes trillern kann. Einmal frei. Komm schon, wer steht nicht auf Mario? Kobe! Was ist da drin? Ist es etwa ein Dragon Ball? Finde deine 7 Dragon Balls und deine Wünsche werden wahr. Was? Nerviger Hund. Ein kleiner weißer Hund, der schnell einschläft. Ich rufe nochmal Torbjörn an. Das Klingeln kommt aus deiner Hosentasche. Hä? Hat der Nerviger Hund Torbjörn jetzt Telefon? Deswegen kann ich ihn nicht mehr anrufen. Hey! Das ist mein Dragon Ball! Hunde heutzutage! Hunde! Ein Regenschirm, weißt du, so doll regnet, nimm ich einen Regenschirm. I take you under my umbrella. Ella, Ella, under my umbrella. Ella, Ella, under my umbrella. Ja! Dialog skip. Das ist der Schloss des Königs. Und jetzt weg mit den Umbrella. Mach schon. Danke fürs Hochhelfen. Spaß. Scheiße. Ich habe nur einen Schritt zu weit gewacht. Zeit vergeudet. Nein! Wohoho! Ein Schritt zu weit nach vorn gewagt. Es gibt keinen Weg zurück. Nein. Es ging jetzt Game erst von da. Oh, du bist untergefallen, oder? Bist du verletzt? Hier, steh auf. Esson, hä? Das ist ein schöner Name. Mein Name ist...
Wir werden es noch nie erfahren. Wir sind immer auf einer Müllhalde. Na klasse. Aber hier gibt es einen Speicherpunkt. Diesen Kreislauf an wertlosen Müll zu beobachten, fühle ich mit Entschlossenheit. Ja. Ich bin sehr entschlossen, mir diesen wertlosen Müll anzuschauen. Und das kann ich machen, während ich diesen Part beende. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part, nachdem wir endlich mal wissen, was mit Undyne auf sich hat. Und wer diese Stimme war, die uns vorhin zu uns gesprochen hat. Aber fürs Erste melde ich mich erstmal ab. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part, wenn es wieder heißt Let's Play Undertale. Bis zum nächsten Mal und haut rein.